Die Müdigkeit schlägt zurück. Kannst du ganz kurz das Baby nehmen? Niemals. Ich wollte das Auto holen. Das Präteritum schlägt zurück. Mensch. Guten Morgen. Morgen ist Einschulung. Diesmal fahren wir mit dem eigenen Bus hin. Auch schön. Ja, lustiger. Letztes Mal hatten wir einen geborgten Bus, diesmal haben wir einen eigenen, Gott sei Dank. Ist die Sache. Oh, ich bin so froh, dass das durch ist, das Thema. Die war da 6 Monate alt. Vor 3 Jahren. Oh Gott. Gut, okay, ja, jetzt bringen gleich die Kiddies zur Schule und dann sehen wir uns im Laden wieder. Ja, ich weiß, alles langweilig. Ach Mensch, schon wieder, auch nicht öde. Morgens ist er müde, abends ist er müde, zwischendurch ist nicht los. Brot werden nicht gegessen. Ja, bitte? Hat er jemand Brot schon gegessen? Ja, ich sofort. Hamm und weg. Nein, natürlich nicht. Aber wo ist es denn hin? Was meinst du denn? Da war ein geschmierte Brothälfte. Na, hat sie doch in der Hand. Ach so, ich dachte, sie hat eine ganze Schruppe in der Hand. Sie hat doch in der Hand. Hier. Sie ist ganz relaxed. Schlex. Ach ja, das hat meine Mutter auch zu mir gesagt, als wir gestern gesprochen haben. Schlex. Ja. Schlex mal. Schlex. Schlex. Und ich dachte, was soll das? Was ist das hier? Ist ja nur eine Schularbeit, die jetzt angemalt ist? Das war mein Brief, den ich abschreiben musste, aber ich habe hier schon einen abgeschrieben. Das für mich hat's gesagt. Okay, was haben wir denn? Was haben wir denn hier? Ja, der Blog ist heute Morgen erst hochgeladen. Mensch, so ein Sheet. So Sheet. Ja, oder guckst du mich an? Naja, nee, eigentlich. Sie guckt mich ganz streng an. Ja, warum hast du mich abgegeben? Hast du mir das angetan? Du ja wieder zurück irgendwann. Ja? Du ja wieder zurück irgendwann. Kannst du mich guck dir das doch mal an. Die Kamera ist so süß aussehen. Halt mich nicht an. Und dann 0. Die Scheiben sehen alle gleich aus. Die haben die gleichen Zacken. Gleichen Zacken. Bist du zurück? Kommst du zu Mama? Es dreht immer ein bisschen das eine Auge. Jetzt sitzen wir zurück. Hallo. Tada! Wahnsinn, ey. Wahnsinn. So ein geniales Rad. Echt cool. Ja, jetzt bringe ich einen Zettel an, dass morgen am Freitag Einschulung ist. Und der Laden zu ist. Das ist der Fahrradsalon. Geschlossen. Und dann hat Lumen noch eine Schultüte gemalt und eine Schule. Die Schule. So. Und bringt die jetzt an. Und morgen ist zu, morgen ist Einschulung. Oh, Lumen ist schon so aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Ich bin so gespannt, wie sie das annimmt, da die Schule. Ich bin richtig gespannt. Tja. Tja, Anouks Rad. Sieht immer noch so aus. Na, weil wir haben was ganz Besonderes mit ihr vor. Jetzt zeige ich erstmal den Rahmen nochmal in aller Fülle. Also wie gesagt, das ist ein gebrauchter Marien-Rahmen. Kinder. MTB-Rahmen. Der ist natürlich schon personalisiert mit Anouk Race Aufklebern. Ja, die haben wir noch gehabt von ihrem Laufrad, wie gesagt, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Das ist leider nur designed in USA und wahrscheinlich gebaut in Taiwan. Also Marine Custom 7000 Series Aluminium. Er hat ein paar Spuren, wie man hier sieht, ja. Also es sind keine Beulen oder sowas, aber das ist eben schon hier so abgenutzt und so. Und ja, ein bisschen berieben ist er. Hier hinten ist auch noch ein schöner Aufkleber. Race Worldwide Proven. Marien. Das ist ein schöner Rahmen. Das ist ein Rahmen, wozu auf der Kippe steht bei mir tatsächlich mit neu strahlen lassen oder so oder nicht oder was. Aber ich möchte den eigentlich schon so original wie möglich erhalten, den Rahmen. Ich habe jetzt überlegt, ob man diese Decals hier, diese Aufkleber nachkaufen kann. Im Netz kann man aber nicht. Für diese Kinderräder kann man sie nicht nachkaufen. Für alle anderen ja, nicht für diese Kinderserie. Und das ist ein Problem, ansonsten hätte ich den einmal abheben zum Strahlen wenigstens. Ne? Strahlen, einmal klarlacken und vorher diese Aufkleber wieder aufmachen und dann klarlacken. Das wäre genial gewesen. Gibt es aber nicht, deswegen kann ich das nicht machen lassen. Gut, das ist so viel zum Thema Anouks Rahmen. Diverse Teile sind ja schon gekommen. Zeige ich jetzt aber noch nicht. Werden wir ja noch, wird da schon noch früh genug sehen. Ja. Das ist Phase 1. Soweit so gut. Anouk bekommt jetzt zu ihrem Geburtstag diesen Rahmen geschenkt. Plus, sagen wir mal, eine Gabel und einen Steuersatz. Und das werden wir dann zusammen einbauen. Das gesamte Rad wird Anouk selber bauen. Also ne, mit meiner Hilfe, mit meiner Unterstützung. Das wird sie selber aufbauen. Wenn wir es schaffen, holen wir ihr auch noch so einen kleinen Montageständer. Ja, irgendwas Schönes. Und da steht dann das Rad hier drin oder hängt das Rad drin. Nach und nach bekommt sie immer mal ein Teil. Und dann kann sie das auch wieder auspacken, anbauen. Ja, also so wie es nun mal ist, damit sie mal sieht, wie lange das eigentlich dauert, dass man so ein Rad sich zusammenbauen kann, weil jedes Teil auch Geld kostet und jedes Teil ja auch seine Bedeutung an so einem Rad, ja. Und wofür es ist. Also so lernt sie das Rad von Grund auf kennen. Sie bekommt den blanken Rahmen, ohne das Schaltwerk hinten dran sozusagen. Also das Schaltwerk bekommt sie dann gleich vielleicht oder beim nächsten Mal, werden wir mal sehen. Sie bekommt den Steuersatz. Rahmen, Steuersatz und eine Gabel, damit man mal wenigstens einen Schritt machen kann. Ansonsten wäre sie vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, weil für so ein Kind zu Geburtstag, sie weiß ja noch gar nicht, wie viel diese Teile kosten, dass das eigentlich ein ungeheuer teures Geschenk ist. Weil sie bekommt ja nicht irgendeinen Steuersatz, sondern sie bekommt halt, ne, wie gesagt, die besten. Und sie bekommt ja jetzt auch nicht irgendeine Schnulligabel oder so, dann bekommt sie nämlich auch eine gute. Also dieses Rad wird am Ende richtig top, wird das sein. Und absolut geeignet dafür, dass sie das auch, das ist ja 26 Zoll, dass sie das auch fahren kann, bis sie groß ist. Und selbst dann könnte sie die Teile immer noch ausbauen, umbauen und an ihr neues, an ihr Rad, was eine Rahmengröße größer ist, ranbauen. Also das wäre wirklich alles kein Hit. Kann durchaus sein, dass sich das Ganze, dieser gesamte Aufbau von diesem Rad so hinzieht bis zu Weihnachten, bis nach Weihnachten oder so. Ja. Werden wir halt sehen, weil die Teile kosten wahnsinnig viel Geld, das darf man nicht vergessen. Und ja, wir schauen mal. Also ich bin aber selber auch schon aufgeregt. Ich würde auch gerne schon. Ich würde schon am liebsten sofort alles zusammenbauen und hätte das gerne komplett hingestellt. Kann ich auch machen, aber naja, geht halt nicht. Ne? Also das ist auch vielleicht nicht der richtige Weg, weil dann ist diese Achtung vielleicht vor der Sache nicht so da. Also oder dieses Verständnis, was das eigentlich ist. So, dann hat sie vielleicht ein Fahrrad. Okay, sie fährt ja auch gerne Fahrrad, dann ist alles cool, alles schön. Aber dann hat sie ein Fahrrad, aber sie weiß überhaupt nicht, was da, ja, okay, danke, ist ein Fahrrad. Freut sich auch, bestimmt, aber, das kann ich jetzt nicht erklären, aber irgendwie ist das was anderes, wenn ich so, wie ich das auch gemacht habe früher, dass du erstmal das Rad so hattest, erstmal so ein billiges Rad und hast dann nach und nach die Teile getauscht in bessere und hast dich doch jedes Mal gefreut. Hast dich ja nur gefreut, wenn du dir eine Bremse mal leisten konntest. Irgendwas Besseres statt, na, was weiß ich, no nehmen, von irgendwas Point no nehmen oder was weiß ich, was das damals war, zu einer Shimano XT oder so. Ja, das war ja schon ein Sprung nach vorne, das war ja Wahnsinn. Da hast du dich so gefreut und hast so lange da rumgefriemelt und hast das Ding eingebaut, als wäre es ja überkult. Ne? Und hast da das die achtet und die fliegen, die macht nichts an. Und ich hoffe, das kann ich ihr damit so ein bisschen auch vermitteln. Ja. Schauen wir mal, ob das eine gute Idee ist, wenn wir sehen am Ende, was noch lange die Sicht so. So, kann ja auch sein. So, mal schauen. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist er total happy und Feuer und Flamme und sagt, wow geil, oh, wann kommt das nächste Teil? Und dann machen wir so eine Liste, was alles noch fehlt und dann haken wir ab, was wir schon haben. Und was wir noch brauchen. Ich muss sowieso eine Liste machen, weil das alles gekostet hat. Also der Rahmen selber war ja jetzt echt günstig, den hat er nur wie gesagt, den hat der Patrick vorbeigebracht. Das war ja ein glücklicher Zufall, sonst hätte ich mir halt eben kaufen müssen. Im Netz oder so. Haben wir echt Glück gehabt. Ist ja auch ein Wahnsinn, was gute Kinderräder kosten. Also gute Kinderräder, also wirklich für einen professionelleren Bereich, sagen wir mal, wirklich professionellen Bereich. Ja, also kosten ja schon 1500 bis 2200, 2300 Euro. Wir reden ich rede nicht von einfach nur einem Kinderrad, ja, also wirklich, ich rede jetzt natürlich schon von ein bisschen so gestaltet, dass man schon auch mal einen Sprung machen kann damit. Also schon auch mal risikofrei eine Treppe runterballern kann mit oder was auch immer, ja, also ein bisschen im Gelände fahren kann, weil das habe ich ja vor mit ihr. Das würde ich gerne machen. Ich würde sie gerne da, und das will sie ja auch. Und dann wäre ich gerne mit Material unterwegs, dem ich vertrauen kann. Ganz einfach. Also es ist jetzt nicht, dass wir hier Downhill extrem fahren, das nicht, aber ein bisschen eine kleine Dirtstrecke oder sowas. Mal einen Waldweg, mal eine Wurzelpiste oder sowas. So ist der Plan, ob das dann klappt, ob sie dann wirklich Bock hat am Ende, wissen wir nicht. So oder so wird sie ein geiles Rad behalten und so oder so werden die Teile kaum an Wert verlieren. Im Gegenteil, ich kaufe jetzt gerade so ein, dass die Teile eher mindestens diesen Preis behalten. Wenn sie am Wert verlieren, dann auch minimal nur und eher so ja am Wert steigen einige Sachen davon. Weil einfach Raritäten sind, die nicht mehr produziert werden. So. Allerdings wird alle New Old Stock gekauft, also neuer Zustand. Also vielleicht das Schaltwerk oder so, muss man halt sehen, weil ich meine, wenn ich, also ein Paul-Schaltwerk kann ich mir jetzt nicht leisten. Das kann ich mir damals nicht leisten, das kann ich mir auch heute immer noch nicht leisten. Damals waren die richtig teuer, haben die richtig Geld gekostet, ja, aber lange nicht so viel wie heute. Wenn ich das heute sehe, jetzt will einer 1000 Euro oder 1100 Euro für ein Paul-Schaltwerk, New Old Stock. Das kann ich mir nicht leisten. Also jetzt kann ich 1000 Euro Schaltwerk ranbauen, das ist der Quatsch auch. Na, schauen wir mal, ne? Na, wo bleibt er denn? Wo bleibt denn der Felix? Hä? Holt Geld ab und haut ab. Ich weiß auch nicht. Ah, ja, ja, was ist denn das Patentrezept? Gibt das nicht. Hast du auch denn im VK auch 2, oder? 2 Euro. Was sagst du? Im VK dann auch 2 Euro, wenn es weitergibt. Dann brennst du. Ja. Okay. So, na dann hau ich meins vorne rein, ja? Ja, er war schon da. Ah, und? Naja, ich hab gesagt, er wollte ja. Er wollte nur mitnehmen. Naja, so. Eigentlich schon. Also es muss heute Abend fertig sein, weil morgen fährt er los. Ja. Also es muss eigentlich heute Vormittag fertig sein, weil heute Abend schaffst du es dann wieder nicht. Genau. Das ist der Plan, ja. Weil wer weiß, was nachher kommt, ist. So, ich mach mal einen Steuersatz weiter. Ja. Ich sag mal 12, also 2 Stunden bis um 1. Sag ich mal, ne? Ey, lass den immer noch viel. Also, nee, ich will bis um 1 fertig sein. Ne? So. Wichtig ist ja, guck mal, eigentlich musst du ja sehen, selber zu machen ist jetzt daran, das ist ja nicht fertig. Ja. Jetzt sind 2 Bremszüge und die Kettenpflege ein bisschen und das war's. Manchmal stelle ich mir einen Wecker und dann, so. Das muss einfach schnell gehen, weil ansonsten. Ja. Du hast ja gestern schon den ganzen Tag gebraucht, quasi. Hast du gestern bestimmt morgens oben? Von früh an? Ja, ich habe erst um 10 Uhr morgens, Digga, weil ich habe ja erstmal noch das Rad gemacht, was. Oder war das abends? Nee, das morgens doch auch. Morgens habe ich auch noch schnell was fertig gemacht, glaube ich. Das Hinterrad da reingehauen. Weißt du noch? Ja, aber um 10 hast du angefangen mit dem. Ungefähr, hier sind. Ja, da war da 11, 12, 1, 2. Das sind 4 Stunden schon mal. Und dann hast du nachts noch mal 3 Stunden. Ja. 3 Stunden auf alle Fälle. 21 Uhr, 22, 23, 24 Uhr. Das sind 7 Stunden. Also ich bin ja auch wieder Auflieger. Das ist immer recht praktisch, wenn du dir einen Eindruck machen kannst davon. Aber ich würde mich schon alles schieben. Wenn da so ein Zeug drauf ist, ja, würde mich auch stören. Aber wer hat denn deine Nummer? Also ich war auch nicht. Ich hab mir gedacht, mit Marliese, ja. Dass wir einen Scherz erlaubt haben, oder was? Wieder sturzbetrunken. Wieder, genau. Wieder mal sturzbetrunken am Samstag oder Sonntag oder wann auch immer. Das war ziemlich früh. Und da habe ich mich gerade keinen Empfang gehabt, sonst wäre ich herangegangen ans Telefon. Aber das kam halt dann, wo ich ein Funkloch hatte, und dann blub, Anrufbeantworter. Funklöcher hebst du ja nicht mehr, außer hier unten war ein großes schwarzes Loch. Anrufbeantworter an und... Dennis kriegt Drohanrufe von doofen Menschen. Drohanruf, das war aber sehr verwirrtet. War ein Hilferuf. Wahrscheinlich, so hätte ich nicht reagiert. Jetzt sind nochmal 4 Stunden. Also ich habe vorne einen Check bekommen, dieses wunderschöne, ne? Das hat der Felix gemacht, einzig und allein. Das war sein Aufhörer gestern. Gestern hat er 7 Stunden dran verbracht an dem Ding. Und heute nochmal 4. Nur zu checken. Das sind 11 Stunden. Eine Person. Das ist zu viel. Das geht nicht. Oh Mann, ey. Oh Mann. Noch mehr Kabelbinder will ich dran machen. Ich bin schon so drauf wie die, ey, wirklich. Glaubst du nicht, ja? Hier ist Kabelbinder außen und ich denke, ach scheiße, da machst du einfach noch einen drauf. Aber da fehlt dann nur eine Schraube, sag mal. Das steckt schon an. Ich muss aufpassen. Ich muss klar werden. Wach auf, Tommy, wach auf. Vulkanisiert, richtig. Also hier Felgenband ist nicht mehr vorhanden. Kann man das überhaupt sehen? Hier. Boah. Schlauch schon mehrfach geflickt. Boah, wie sieht denn das aus? Tue ich mal das Felgenband an hier. Continental, nein, das ist ja schon 50 Jahre alt. So alt wie der Schlauch. Das ist doch nur noch Wrack. Das kann nur noch weg. Auch hier. Na gut, ich muss jetzt los die Sadi holen, dann habe ich oben noch weiter viel zu tun. Bis morgen muss das ja alles. Picobello sein. Mit Baby und ich habe dann bis zum Abend, bis 7, wo sie dann ihren Schreikampf hat, dann muss alles fertig sein. Wird sich noch was ergeben, oder? Wann machst du 21 Uhr? 21 Uhr, aber Minimum, also. Immer so wie halt noch geht, ne? Bin ich auf alle Fälle noch da. 21 Uhr und dann. Jetzt habe ich ja das noch zu machen. Hinter der Couch. Das ist Schrott, den muss ich nur schlachten. Also das Schaltwerk ist okay, die XT, Schaltbremskombi ist okay, der Hebel ist zwar von oben, wo ich gerade. 4 Elemente, ja, es wird einfach geschlachtet. Der Rahmen ist zu schlecht für irgendwas. Also, ich muss noch weitermachen. Gibt es noch Aufträge oder? Ja, klar gibt es noch. Okay. Stimmt runter, ja, in die Hütte, okay. Wie du willst. Also. Ja bitte, folgen Sie mir. Hier lang, da lang, da hinten durch. Okay. Einmal. Ey, du warst zu essen holen oder was? Schnell. China-Pfanne? Oder so? Nee, jetzt ne. Ich muss erstmal arbeiten. Ah ja, ist ja gleich 9. Na, hast du ja, ich hab pünktlich zugekommen. Ja, Felix ist da, 8:30, wunderbar. Kamera aus, Kamera aus. Kamera aus, Felix ist da. Genau. Kamera aus. Ja, ja. Nee, ich hab schon extra keine Zeit gesagt, weil Polizei war da und so. Und hab da mir aber... Was bitte nochmal, Polizei? Polizei, ja. Nein, ich war 8. So ein Mitarbeitskollege, sein Mitbewohner soll seine Frau verprügelt haben. Was hast du damit zu tun? Hast du mitgeprügelt oder was? Weiß ich nicht. Nee. Ich bin da immer so... Kennst du die Leute, die beim Autobahnunfall da stehen bleiben und zukicken? Und du bist so ein Gaffer oder was? Ich fasse es nicht. Man muss doch wissen, was passiert ist. Ja. Blaulicht. Felix wollte ja um 6:30 da sein. Ich brauche nicht. Sonst mal nichts, also. Zossen? Ja. Hat halt 1,5 Stunden. Dass er redet, einfach ignorieren. Ich mob's mal nicht. Auf der Rückfahrt kamen uns also Myriaden von Autos und LKWs entgegen. Auf der Landstraße. Auf den Alleen. Okay, dann weißt du Bescheid. Unfall auf der Autobahn. Scheiße, was ist jetzt los? Ja, dann sind wir unter der Autobahn durch und rumstanden so. Stillstand. Mhm. Waren also die noch die letzte. Der letztverfügbaren Abfahrt runter. Die haben's noch gepackt, die haben's noch geschnitten. Ich kann diese Blotzerei nicht ertragen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Seitdem ich auf dem Weg nach Frankreich zwischen Karlsruhe und Basel 40 Kilometer im Stau gestanden habe, ich glaube 1,5 Stunden oder was das war, und von hinten kam eine Mercedes und ich sah ihn immer schon im Rückspiegel. Linke Spur, hopp, rechte Spur, hopp, linke Spur, zack, 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 zack. Und dann kam immer näher. Und kurz vor der Unfallstelle war er denn ein Auto vor mir. Hatte er sich durchgebastelt. Ja? Wie? Lückenspringer. Und dann war die Unfallstelle auf der Überholspur. Vor dem Mercedes. Gändelehre. Und er mit 20. Leider Zeit gehabt. Ich hätte den Kerl aus dem Auto rausfahren können. Ne? Nach 1,5 Stunden habe ich darauf gewartet, dass endlich dieser Scheißstau aufhört. Und dann steht dieser Gaffer vor mir und kriegt das Gaspedal nicht gefunden. Ja? Den hätten wir rausziehen müssen. Den hätten wir rausziehen müssen. Okay. Also, Leute, es gibt einen Film mittlerweile. Boah, nee. So, ich bin noch mal weg. Morgen ziemlich früh. Ja, wenn jetzt wirklich nach dem Frühstück, na ja, gut, ich werde im Robbengatter schon schön frühstücken. Ja, wir sind unterwegs, wir sind Einschulung. Ah ja, das heißt, morgen ist der Laden zu. Morgen ist der Laden zu. Boah, ey. Und ab 15 muss er sein. Also das ist ja richtig. Wolfgang! Ja! Amadeus! Bring die Stühle rein! Und hart! Nee, komm doch runter! Nicht nur lauer. Was sagst du? Ich sag, komm doch runter, traust dich nicht! Doch, ich wollte jetzt gerade sagen, und wieder schönen Tag bis morgen. Achso, ich dachte, du wolltest runterkommen. Ja, ich auch. Ich wollte jetzt kühl langsam. Was, unten oder was? Ich gehe oben. Da kannst du auch runterkommen. Ja, nee. Ich bin ein bisschen müde heute, hab zu viel gearbeitet heute. Was hast du denn gemacht, Wolfgang? Ach, im Garten gibt es 2 Stunden 3 Stunden gewühlt. Hallo. Was hast du denn gewühlt im Garten? Und gerade abgeschnitten draußen. Ah, Wolfgang hat Gartenarbeit gemacht. Na dann wollen wir dich nicht stören. Gute Nacht, Wolfgang. Ich wollte noch mehr machen, aber ich habe mir nachher um 11, halb 12 bin ich dann abgehauen aus dem Jahr, das war mir zu heiß. Naja, das was? Heute war doch angenehm. Ja, dann liegt das ja. Gerade wieder gekommen, wo die Umgabe hin ist. Man sieht jetzt gerade bin ich gerade nach Hause gekommen, ja. Ah, okay. Ja, da bin ich zu Hause. Aber sonst nö. Und hat Alex von dir gemeldet? Wieso? Wegen was denn? Wisst ihr, kein Kabel. Ich dachte, dass er nicht gefragt hatte an mir. Und den Fernseher reparieren. Na hier. Der Fernseher ist repariert. Einschulung am 9. Muss er noch, oder? Ist doch kaputt, oder nicht? Alter, ist der. Ist repariert. Also morgen ist der Partner angeschlossen. Was? Ist repariert. Ach, okay. Wolfgang, ist dein Fernseher wieder kaputt? Nee. Nee. Gut. Ist doch gut, jetzt reg dich ab da drüben. Das hat das so gemacht, wie der gesagt hat. Die Fernbedienung vom Fernseher unterstellen und die alle auf den Tisch. So, heute kann nichts passieren. So. Das sag ich doch. Wer? Was? Na, Ecke. Hab ich doch gesagt, pack weg. Pack weg. Die Fernbedienung. Pack die Fernbedienung. Einfach mit Heißkleber auf jeden Knopf, der kein Knopf sein darf, einfach Heißkleber draufziehen. Oder? Ja, das hat jemand auch gemacht. Gestern oder vorgestern früh hat er, oder gestern, da war Mittwoch, ja. Da war er gut. Hat er gestern früh, hat er bei mir geklopft da. Du hast ja unterzählt gerade. Ja. Heute war es auf Frauen, ich sage, hier danke. Hat jeder tolle Straße hier, weil er wollte mal nachgucken. Ja. Abgehauen. Ja. Bilder. Das ist alles in Ordnung. Das ist doch nett, dass er nachfragt. Ha? Es ist doch nett, dass er nachfragt. Ja, nee, so richtig. Hat er ja gefragt. Das ist so geil, wie ihr voll durcheinander redet, alle. Ja, das ist. Ich hab ja nichts gesagt. Ist ja der fremde Mann, der da kam gestern am Dienstag da. Wie der fremde Mann? Jetzt hör doch auf, erzähl doch keine Geschichten, Alter, fremde Mann. Naja, ich will wohl sagen. Das ist doch kein fremder Mann, den kanntest du doch. Naja, jetzt weiß ich ja, klar, weiß ich ja. Naja. Ich will wohl sagen, der macht da, der hat der erzählt einen Scheiß, der Wolfgang, der fremde Mann, der da kam. Ja, ich meine jetzt zu dir, weil Alex hat doch gesagt, ich kann mir eben von der Straße holen. Ich hab das schon verstanden, ja. Also meine ich, der hat jetzt zu dir gesagt, der fremde Mann hat die Duty gemacht. Der fremde Mann hat die Duty gemacht. Ja, und morgen ist Einschulung. Ja, morgen ist Einschulung, Wolfgang, schon mitbekommen. Das muss man noch mal so sehen, also mal sagen. SM, was ist denn das? SM? Ich krieg ja nicht auf. Ja, krieg die hoch. SM-Helm. Gut. Schmerzen miserable. Sato Mass hoch. Ah ja. Und da war ich noch, da hat sie Mittag gemacht und dann war ein bisschen müde, ein bisschen geschlafen. Da habe ich gedacht, jetzt musst du mal Thomas besuchen. Hast du gemacht? Dicke? Ja! Ja, aber du vor allem Wolle, also. Alles so geil, wenn du übrigens. Würde man auch mal Eigenlob oder hier Bescheid sagen. Wenn man jemanden nachfragt, ne, dann weiß man immer gleich hier. Also ich habe auf jeden Fall. Boah, ey, du war halt kein dicker Dicker. Alles klar, bis demnächst, Tommy, ja? Wolfgang, bis, ja. Samstag, ne? Ja. Ja. Viel Spaß, Leute. Ja. Danke. Aber ich will eine Döse. Nee. Werde ich ausrichten. Ja, das sind die ersten 2 Duschjahren von Jahrmarkt. Weiß, natürlich. Also bist du drauf. Ja, ist der Duschjahr vom Alphabet. Moment. A, B, C. Ja, wunderbar. Tolle Rede, Mann. Hör ich dich nicht immer labern, zieh dran und jetzt schau dich an. Wunderbar. Wo bist du hingekommen? Ich sag's dir. Sie ist weg und hat mich mitgenommen. Dann pass mal auf, ich stehe mit den Transporten und so. Und der Blitz, von wegen Blitz. Sorry, du, ich werde Rita und Dörte haben sich verkühlt. Alter, bist du bald fertig mit Sappeln oder was? Da hast du Sprechkrise im Mundwinkel. Dicker, Alter. Sprechkrise. Mundwinkel. Felix! Wir hatten gerade Besuch aus Kiel gehabt. Ach was. Ein YouTube-Fan. Das ist ja schlimm, was von so weit her. Gut. Ja, der kannte dich auch. Das ist komisch jetzt. Aha, cool. Ja. Aber ein Crowdfunding ist der nicht, ne? Hat er ein paar Erdbeerwaffeln mitgebracht? Erdbeerwaffeln. Nein, also er kannte dich hier vom Laden. Ach so. Ja, waren dann die heute Morgen, die das nachgeborgt haben, auch aus Dortmund? Nee, in Bremen war das, ne? Ja, also, die meinten auch, ja, hier so. Ich kenne mich nicht aus, du. Ich weiß nicht, wovon du redest. Was? Erdkunde oder so? Nee, aber Erdkunde, nicht Erdkunde, Stammkunde, was? Schule war nicht so dein Begriff. Dann diese Fahrrad gebockt haben, die 2 Frauen, die haben doch immer auch von Dortmund geredet. Nee. Oder war das Bremen? Ah, keine Ahnung, was hat dir der dann jetzt erzählt? Nee, ich wollte dir das nur sagen. Ich wollte dich nur fragen, wie das so ist, wenn man so von Leuten gekannt wird, die man ja nicht kennt. Ah ja, cool. Also, ja. Na, was hat er denn so? Er sagt, was ist denn das für ein Spinner? Den beschäftigst du hier? Und dann habe ich gesagt, naja, klar, ich bin ein sozialer Ader. Mitleid und so, genau. Hilfsprogramm und so. Da sagen sie, ja, du brauchst die Behandlung, nicht der. Du musst mal zum Psychologen hier. Das Syndrom kann schwer ausatmen, ne? Psychologen, können wir es schaffen? Psychologen heißt der Psychologen. Psychopharmaka. Psycho. Genau, was machst du denn da für einen Eckmeck, für einen Aufwand, wa? Schick dir mal zum Arzt, verschreib dir mal Pillen hier. Abends die roten, morgens die blauen, und dann kannst du dir so viel Stress sparen. So, und jetzt Schaltauge, ja? Schaltauge. Ich mach mal an. Schnell, schnell, schnell. Ich war ja auch bloß nicht hier. Das ist ja jetzt nicht im Ernst gemacht. Wie funktioniert denn das Licht hier? Hier ist ja noch ein Felix-Projekt, Alter. Nee, Leute. Gibt's doch gar nicht. Ey, von vor ungefähr 3 oder 4 Jahren. Ach, Mann. Guck hier. Das musst du sehen. Das musst du sehen. Das wolltest du mal fertig machen für mich. Das war eins. Weißt du noch? Ja, zum Verkaufen. Naja, das war dann auch so eine Arbeit, wo ich gesagt habe, naja, nimmst du das hin und baust du zusammen. Dann hast du angefangen und auf immer warst du weg und hast dich nie wieder gemeldet. Ja. Kannst du dich noch entsinnen? Boah. Naja, so ein bisschen. Ich meine, das war ja ein paar Mal, ne, dass ich da. Ja, aber das ist. Ja. Tatsächlich eins dieser Dinger. Nochmal so ein Beispiel, ne? Okay. Da habe ich mir gedacht, ja, stimmt, ja. Mit der Thematik an sich. Weiß ich ja noch, aber. Echt? Ja, der Rahmen ist relativ stabil und alles. Aber das kann nicht länger als 1-2 Tage gewesen sein, wa? Sonst müsste ich. Nee, war ja auch nicht länger als 1-2 Tage. Sonst müsste ich das doch noch wissen. Wie und was war hier zugesagt worden? Also wäre nicht für dich gewesen dauerhaft, oder? Dann steht das schon 4 Jahre hier rum. Ja. Aber nee, nicht für mich, aber zum Verkauf wolltest du mir das schön machen. Ja. Schade. Du hast den Rahmen hast du mir ja umgebracht. Ach so. Krass. Okay, naja, vielleicht mal den dann. Hier, Alter, Mini-Dürr. Hast du Bock? Willst du das haben? Ah. Musst du aber ein bisschen was machen dran. Ja. Aber das schenke ich dir. Echt? Cool. Ja, geil. Zieh's mal rüber. Keine Frage. Damit ich den Restschrott wieder rinnen. Hi! Das ist jetzt, ja? Danke. Haben Sie einen Sattel für mich? Was für einen? Für das Fahrrad da oben. Ist gerade der Sattel geklaut worden. Ach Gott, ey. Ja. Was ist denn los, ey? Ja, weiß ich nicht. Ey, krass, geklaut. Stütze ist da, oder was? Da oben. Stütze fehlt auch. Ja. Schlecht. Schlecht. Oben steht das Fahrrad. Ja, hier kannst du BMX vorbauen mit einem Headset. Ist das Headset eigentlich? Oder Schaft? Ja. Headset? Ja. Ja, da passt der BMX. Passt ja ruf. Nee, Vorbau vom BMX und Kurzer. Mit Headset. Okay. Gibt's doch einer nach dem Head. Ach so, das stimmt, ja, gut. Vor 10 Jahren waren die noch eine Seltenheit wahrscheinlich. Ne? Ja. Kommt gut hin. Scheiße hier, das ist so ein Quatsch hier. Wollt ihr helfen, reinrollen oder? Nee, ich will nicht gleich schlachten hier. Also. So. Ja, ich meine mit den anderen Sachen. Nee, komm ja erstmal her an die Rinde, ich muss das gleich schlachten hier. Okay. Ich bin ja auch noch eine Weile hier. Jetzt. Okay. Machen wir zusammen Nachtschicht. Ja. Nachtschicht! Gnocchi. Gnocchi, ah doch, Gnocchi hast du gegessen, oder? Ich konnte nicht widerstehen, ey, weil es ist ja eins meiner Leibgerichte, was? Das ist aber nicht. Tortellini oder Sahnesoße auf jeden Fall. Sahnesoße ist mein Leibgericht. Sahnesoße ist mein Leibgericht. Der Blob. Bechamel. Sauce Bechamel. Ist ja eigentlich so einfach. Oh, ich habe neulich mal wieder Ravioli gegessen. Das ist ja vielleicht eklig, aber ich glaube, es lag daran, weil die halt einfach nur Soße auf und essen. Aber wenn man die warm macht, schmeckt es, glaube ich, noch ein bisschen anders schon. Aber diese Soße davon, das ist ja bloß einfach nur Mehlspitze mit Glibber irgendwie. Also weiß nicht. Wundert mich, warum es eigentlich keine vernünftigen Raviolis gibt. Ja? Fünf Ravioli einfach so, wie sie sind. Ja. Naja. Naja. Ich wollte ja mit Wolfgang neuen Königsberger Klopse essen. Meint er die, naja, gibt's ja wie König aus der Dose. Gibt's ja sonst auch als Tiefkühl nicht. Aber ich meine, das habe ich auch das erste Mal in meinem Leben irgendwo aus der Dose. Als ich Single war. Ne? Nee, aber. Das wäre zum Beispiel ein Projekt. Boah, ich will hier ja nicht abbauen an dem Ding, ey. Ja, hör doch mal zu, ey. Wieso denn? Nee, das ist Müll, Alter. Das ist so schön alles, dass wir zusammen, so wie es ist, in Müllhorn willst, oder? Ja. Das ist ein Mackenzie. Oh. Ah. Ja, aber ist da Shimano, Schaltung dran? Shimano ist gut. Shimano, Schaltungen sind gut. Ja, Toni, total kaputt. Oh, ey, nee. Es ist sogar. Es hat sogar Scheibenbremse. Scheibe? Ich schmeiß es weg. Eigenbremse, zeig mal. So ist es. Oh, Müll. Zeig mal. Müll! Oh, wei. Oh, weia. Ich habe immer diesen Sohn, mein Anliegen aufnehmen. Ja, so wie ich aus der Fabrik komme, ey. Die würden so vielen Leuten so viel Ärger ersparen. Einfach direkt aus der Produktionslinie nehmen, direkt auf den Müll schmeißen. Und bestimmt ein paar Leute, ein paar weniger Unfälle bauen. Und weiß nicht alles. Hast du gehört, Tommy? Wir würden bestimmt einigen Leuten das Leben retten, wenn die diese Fahrräder einfach direkt raus vom Fließband, vorm Verladen noch, ne? Vor der Verladung, den Containern so entnehmen und hier auf den Kopf. Es ist bestimmt viele Menschen gesund. So. Ne? Nächste Rad, Ohrenmüll. No. Hier. Und Müll. Langsam kann die BSR aber mal was abdrücken, ne? Hier. Was denn? Ich guck doch schon, ich sehe nichts da. Du musst gucken hier, du musst kommen. Ui, ja. Kommt auch ein Müll, komplett. Hier irgendwo da. Gut. So Max. Sagen wir, auf Wiedersehen, sagen wir. Auf Wiedersehen, Zeit mit euch, war wohl schön. Das war Glück. Auf alle Fälle. Und auf Wiedersehen. Also ein bisschen mit brennendem Eigentum. Ne, super toll. Das war eine gute Mischung. Hm? Ich habe das Wichtigste vergessen. Die Speichennippel fehlen. Ey, Quatsch. Ich meine die Speichennippel, klar. Ach, das ungerechtes Licht habe ich jetzt am Weber gelassen? Nee. Ach so, das war eine okay. Gut. Ja, da kommst du jetzt erstmal aber nie hin. Ja, nee, ist ja jetzt noch abends. Ja, nicht die Halterung. Okay, bis nachher gleich dann. Ja? Also, ich muss nach oben. Ich muss mit meiner Frau kurz Oma quatschen. Bis dann. Home sweet home. Endlich zu Hause, ey. Hallo Marliese. Sag ich mal feinen Feierabend an alle. Und morgen ist Einschulung meiner Tochter von Lumen und wir wünschen ihr alles Gute. Natürlich und hoffen, dass sie morgen den Tag an dem Tag viel Spaß hat. Sie hat so drauf hingefiebert. Hm. Ja, total. War heute schon Anprobe und alles habt ihr gemacht. Ja. Hm, hoffen wir mal das Beste. Ich bin selber auch ein bisschen nervös. Ich hoffe, das geht morgen alles glatt, dass sie dann da mitläuft, wenn sie mitlaufen soll. Ich denke mal, wenn Anouk da ist, ja, das wird schon gehen, wa? Ja. Ohne Anouk wäre das nicht denkbar. Und gut, Anouk ist ihre Patin auch. Das ist perfekt. Gut. Gut, alles klar. Wir sehen uns morgen. Macht es gut. Ciao. Sagt Tommy und Marliese.